Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Drakensang. Ja, wir sind kurz vor dem Finale. Nämlich der Drakensang. Also der Namensgeber des Spiels überhaupt, der Berg, wo die finale Schlacht stattfinden wird. Haben aber allerdings noch eine Nebenquest vorher bekommen. Gästebuch? Das habe ich noch gleich gesehen. Abenteuer kommst du nach Morolosch, verewige dich in diesem Buch der zwergischen Gastlichkeit. Antrof Igmar, norbadischer Wein- und Rosinenhändler. Thorn Delvin, Thorwaldscher Krieger. Ziotris Ja Berlinghan, Horasischer Rondra-Geweihter. Rashim Ben Ibn Rashim, Al-Anfanischer Magier. Hagen von Wahl, Krieger. Ank Brand, Zwergenbaumeister. Indilose, Falk Aberdan, Herumtreiber aus Zorgan. Wolf von Wolfenfels, Garetischer Krieger. Ramo Keulenschwinger, Angroscho. Perplex, der wunderliche Magier. Wanfried der Feurige, Magier aus Beilung. Gonzales, Fexgeweihter. Bragard, Rondra-Geweihter. Doppelkling, Andi, Schaukämpfer. Botak, leidender Magier. Frenja, die Rote. Pierre Lavelle, horasischer Edelmann. Grishard, Sohn des Grangosch, Zwerg. Götz von Wehrheim, Krieger. Larona, die Magierin. Miriam aus den Tulmadienlanden. Finlaro Grabensalb, Zauberlehrling. Kelig der Dunkle. Sambalure, der Gaukler. Harpio Rabentod, Gladiator aus Brabak. Otli, Sohn des Gnolls, Ambuszwerg. Tingrin, Sohn des Tangrim, Brillantzwerg. Palgim, Sohn des Perilax, Armbruster. Demidiadon, Auelf. Durin Gurinson, Hügelzwerg. Fulminor, suche Freiwillige für keine Experimente. Torbens Waffnilsson, Torwaldscher Entdecker. Liana, Bogenschützin. Xorgorosch, der Jagdmeister. Kossil, Geweihter des Angrosch. Grafen Magur, hochelfischer Gelehrter. Wie viele Seiten hatten das? Oh, hat noch ein paar Seiten. Grafenmagur, hochepischer Gelehrter. Karasiada, Herzgenau, Magierin. Ava Adore und der schöne Tergor waren hier. Miele durfte nicht dabei sein. Orbis Stahlauge, Held. Oswald von Molkenstein, Minnesänger. Gelfland und Wurgrit. Beckelbrecht, Kopfgeldjäger. Darius von Brabak, Abenteurer. Alrik Fassbauer, Schreiberling. Rurudan Toberen, Krieger. Auke vom Otten, Händler. Herr Übertal aus den Hügelland. Yashima Adami zu Halsunia, Wundärztin. Kühler Trunk, aber eklatanter Mangel an Sauberkeit. Kergam, Sohn des Kagrim. Giode, der eigentlich nur seine Begleiter Rondarin, Laris, Melarion, Boromil sucht. Wenn ihr das lest, ich warte am Eingang. Tyros Pare, Gelehrter der Steine und Völkerkundler. Wolzer vom Amboss, Erzmagier. Grovin, Sohn des Gorbosch, Graf von Ferdok. Bis bald, Bruder und Schwägerin, ich habe vor, mal jedes Jahrzehnt vorbeizuschauen. Na, da ist Graf Grovin, ja. Eirik Fernel, Kundschafter. Erik van Jürgensson, Torwaller, Krieger, ausgesandt die Welt zu erkunden, trinke ich hier ein kühles Nass. Kann im Dorf vom Lichte, ehrbarer Recke, auch hier nichts, werde meine Suche weiterführen. Bralf war hier. Alana von Eichenhain, Freifrau zu Eichenhain. Es war mir eine Ehre, eine Audienz bei seiner königlichen Majestät Aromolosch von Morolosch erhalten zu haben. Sadunus von Kunschom, Markus, für nicht mehr benötigte Artefakte zwergischen Ursprungs immer ein gern gesehener Abnehmer.
Gulmatok Alterak, Magus der linken Hand. Gut, diese Sturschädel wieder verlassen zu können. Julisha Ebenkranz, reißende Kampfmagierin. Eine prachtvolle Stadt, begleicht die Zwerge jeden Fremd beäugen. Hauptmann Tarko von Baliho. Endlich mal Leute hier, die einen verstehen. Larona Irendor Konzala von Kuslik. Bewahrerin des Wissens der Wege, Dienerin derer, die das Wissen geben. Ritterin im äußersten Zirkel des Geistes. Des Göttergewollten und Königlichen Ordens vom Goldenen Adler, Trägerin des Silbernen Bärenordens von Weiden und Günstling von Prinzessin Emma. Sehr viel. Nadesha von Olbord, Magistra der Runajaskbo. Es war interessant, die Runen der Zwerge studieren zu können. Lefke von Rabenmund, Adepta der Schule des direkten Weges. Sanfir Önsabrück, reisender Händler und stets zu Dienst bei Fex, der Bergkönig wollte meine Truhe sehen. Lian Soll, Akrobat und Gaukler, also den Rausch des, der Hochseilartistik kann man den Zwerg leider nicht verkaufen. Igan Trappenpet, Kalina die Amazone, Morodosch hat mir gut gefallen. Lamirion Sular, Elfenmagier. Yolanda Dingenfinderin, deins ist auch meins, okay. Melpnome Sure. Also eigentlich Schur. Keine Ahnung, wie wird das hier aussprechen, sondern. Alana Bengali, Waldläuferin hier in den steinernen Hallen. Amadon Lostix, Meister der grauen Künste. Utlund, die Druidin und ihre Nachfolgerin Tenya, erfreut diesen gastlichen Ort zu finden. Okay. Also Salina hat sich da nicht eingetragen. So, Grimbart, von dir wollten wir was. Ihr habt Salinas Unschuld bewiesen. Großartig. Nun soll keine mehr schlecht über sie oder mich sprechen. Ich könnt euch umarmen. Ja, ich möchte euch in einer persönlichen Angelegenheit sprechen. Eine Zwergendame hat mich gebeten, ihren Herzensangelegenheiten einen Rat zu geben. Wird ihr daran interessiert zu erfahren, wer die Dame ist? Oh, ich bin doch ein wenig zu jung, mich zu binden, denke ich. Aber wo wir gerade von Herzensangelegenheiten sprechen, ihr seid doch mit Salina gut befreundet, nicht wahr? Ja, das stimmt. Ich bin mit Salina befreundet. Mir scheint an Salina, seid ihr viel mehr interessiert als in irgendwelchen Zwergen da. Ja, das stimmt. Verglichen mit ihrer Eleganz und ihrem Liebpreis erscheint mir die hiesigen Dame ein wenig fade. Ihr könntet mir nicht vielleicht helfen, bei Salina etwas mehr Eindruck zu machen? Nein, wirklich nicht. Aber danke. Aber ich danke euch für die Auskunft. Ich weiß jetzt besser, was ich der Dame raten kann. Mhm. Also ja, wir haben mit Grimbart gesprochen. Ich habe mit Grimbart gesprochen, aber er spachtet allein Salina hinterher. Ihn als erwähnen zu nennen, würde bedeuten, Zwerge Gradiola Viranosha eine fast unlösbare Aufgabe zu stellen. So, das heißt, es bleibt nur noch einer, der Wachhauptmann im Tod sei, nämlich. Ja, wenn wir das gelöst haben, dann gibt es eigentlich kein Zurück mehr. Dann heißt es auf zum Drachengesang. So, mit ihm wollen wir reden. Den Thronsaal verlassen? Nein, eigentlich möchte ich in einer sehr persönlichen Angelegenheit mit euch sprechen. Hukmasch, so des Hukmasch. Eine bezaubernde Zwergendame hat mich gebeten, als Werber für sie aufzutreten. Eine Zwergendame sagte, ich muss gestehen, dass meine Berufung mich so vereinnahmt hat, dass ich noch gar keine Zeit hatte, mich an dieser Angelegenheit zu widmen. Sagt dann, welche Dame hat euch geschickt? Die Zwergendame Gradiola Viranosha ist es, die ein Auge auf euch geworfen hat. Welche Antwort soll ich hier übermitteln? Gradiola, das ist kaum zu fassen. Sie ist mir schon aufgefallen und ich hatte mir gewünscht. Egal, richtet ihr bitte aus, dass ich hoch erfreut wäre, wenn ich um sie werben dürfte. Seid gewiss, das werde ich ausrichten. Wunderbar. Nun möchtet ihr den Thronsaal verlassen? Ja, lasst mich hinaus. Ich werde euch hinausgeleiten.
So, das heißt, wir reden jetzt nochmal mit ihr. Mal gucken, was sagt das. Ich habe mit dem Kapitän der Wache gesprochen. Er ist von dem Gedanken begeistert, Gardiola der kennenzulernen. Anscheinend habe ich da voll Schwarze getroffen. Also, gehen wir doch mal kurz durch. Otosch will uns bestechen dafür, dass wir ihn wählen. Also ihr sagen, sie soll ihn nehmen. Das wirft schon mal kein gutes Bild. Simbad. Ja, er ist interessiert, aber ob die beiden wirklich zusammenpassen, ist so die Frage. Bei ihm steht wirklich da ins Schwarze getroffen und Krimbad, ja, Krimbad fällt außen vor. Der schmachtet Salina an. Da werden schon mal zwei Leute was dagegen haben, nämlich ihr Bruder und Dranor. Also den Zeugwart und den Salina Anschmachter, den streichen wir schon mal raus. Ich würde wirklich am ehesten die Wache bevorzugen, wenn das Questlog sagt, von den Schwarzen getroffen. So. Aber gucken wir mal kurz. Seid gegrüßt. Was liegt euch auf dem Herzen? Ich bin wegen eurer Herzensangelegenheit zurückgekehrt. Ich bin gespannt, was ihr entschieden habt. Bei wem soll ich mein Glück versuchen? Also, wir haben die Auswahl. Der Zeugwart wäre hoch erfreut, euch näher kennenzulernen. Ein angesehener und mächtiger Mann. Besser könnt ihr es nicht treffen. Der Schreiber ist ein zuverlässiger Mann. Ihr würdet ihn sicher sehr glücklich machen. Wählt ihn. Der Kapitän der Wache ist ein starker, ehrenwerter Mann und hat ohnehin schon ein Auge auf euch geworfen. Wählt ihn. Der junge Zwerg sollte von einer liebreizenden Zwergenfrau auf andere Gedanken gebracht werden. Zwar hat er gerade jemand anderen im Kopf, aber wenn ihr euch anstrengt, könnt ihr ihn sicherlich für euch gewinnen. Ja. Nehmen wir die drei. Nein, das kann ich glauben. So irgendwo auf das Glück. Ich hätte doch nie gewagt, ihn anzusprechen, so stark und ehrenwert, wie er ist. Ich danke euch vielmals, dass ihr dies in die Wege geleitet habt. Ihr bringt wirklich nur Gutes nach Borolosch und man kann euch wirklich alles anvertrauen. Gern geschehen. Viel Glück. So. 50 Abenteuerpunkte haben wir dafür gekriegt. Ich glaube, das ist auch das Höchste, was wir kriegen können. Der Wachkapitän ist der Richtige. Der Kapitän der Wache ist stark und mutig und es steht außer Frage, dass er ein Zwerg nach Gardiola Viradoschas Geschmack ist. Außerdem muss ich sagen, dass die beiden ein wirklich schönes Paar abgeben würden. So, jetzt können wir ein letztes Mal steigern. Haben wir irgendwas Besonderes, was wir steigern müssten bei ihm? Nein. Dann gibt es einen... Nö. Bei dir halte ich die Punkte zurück. Hier haben wir nichts zu steigern. Hier haben wir nichts zu steigern bei dir. Was wichtig wäre zu steigern, da ist alles Max. Also mehr Körperkraft, würde ich sagen. Oder mehr Konstitution. Na, mehr Konstitution, weil das erhöht auch seine Ausdauer und seine Magieresistenz. Mein Atem geht ruhig. Sie hat nicht viele Steigerungspunkte. Hier ist alles gemaxt, was gemaxt gehört. Bogen. Maxen wäre nicht schlecht. So, dann hat sie gar keine mehr, mal wieder. Armbrust maxen. Selbstbeherrschung maximieren wäre auch nicht verkehrt. Zauber. So. Sanja. Ja, das bin ich. Dann haben wir alles soweit gemaxt. Und ja, wir hätten auch so rumgehen können, als einmal rund um den Karren. Aber egal. So, das heißt, ab in den Thronsaal, dann machen wir dort unser
Fallback-Safe, sage ich einfach mal.